Hallihallo, ihr Nachwuchs. Scheiße. Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Willkommen zu einem neuen Part, Breath of the Wild. Heute. Oh, ich dachte, das Masterschwert zerbricht gleich. Heute wollen wir ins Labyrinth gehen. Und damit ich gleich was klarstelle, falls es nicht reicht, werde ich mich windbomben. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Gegenwind. Enormer Gegenwind. Deswegen. Eine Technik, die ich eigentlich nicht gebrauchen wollte. Es geht halt so viel einfacher. Ausdauertechnisch sollten wir das schaffen, weil man braucht dort circa 2 Kreise. Ausdauerkreise. Ist eigentlich übelst der unpassende Zeitpunkt, dass ich das während dem Regenwetter mache. Aber ich weiß noch. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, das war irgendwo hier oben. Wo es zum Ziel geht. Zum Schrein. Denn das Ziel von dieser Prüfung ist der Schrein. Wir gehen zuerst nach unten und aktivieren die Prüfung. Wer auf dieser Insel weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Prüfung auf der einsamen Insel. Und ach du Heiliger, hasse ich diese Musik. Habe ich ja schon einmal in einem Part erwähnt. Ich finde keinen Track so schlimm wie diesen. Dieser Track, also, der ist eigentlich relativ gut. Aber ich komme einfach nicht mit dieser Art von Musik klar. Diese mysteriöse Musik löst in mir so ein komisches Kribbeln aus. Einfach ein unwohles Gefühl. Okay, irgendwo ist Hass in der Nähe. Nein, das war eine Drohne. Das war eine Drohne. Da schon wieder. Ey, aber ich schwöre euch, das Geilste, was du machen kannst, ist hier hochgehen und dir halt so einen besseren Überblick zu beschaffen. Es gibt hier auch ein paar Truhen, aber der geilste Shit, der wartet noch auf uns. Dort geht's runter. Ich weiß, es gab irgendwo eine Mulde oder wie auch immer man das hier nennen will. Wo eine Truhe drin war. Und ich weiß nicht, ob wir das mit dem Schild heute noch schaffen, also mit dem Heiljahrschild. Okay, ich habe mich doch geirrt. Hier ist nichts. Und wenn wir schon hier sind, dann ist das eigentlich das Schlauste, was wir machen können. Den Sensor auf Pferd. Wahrscheinlich Pferd. Auf Truhe zu stellen. Weil wir werden hier den ein oder anderen Schatz mitgehen lassen. Was wir auch schon eigentlich tun sollten, ist dich ausschalten. Oh ja, stimmt, und ich habe eine Menge gekocht. Wollte ich auch noch mal kurz dazu sagen. Schade. Easy. Bitte drop irgendetwas Geiles. Nein, tust du natürlich nicht. Lust.
etwas, was ich vorhin gerade entdeckt habe. Mein Monitor hat eine Funktion, wo ich ein Crosshair einschalten kann. Ja, hier ist sie. In diesen Labyrinthen kann es unter anderem, also unter Rüstungen auch, also Rüstungssachen wie Waffen und das Ganze, kann es auch wichtige Materialien geben. Wie zum Beispiel einem riesigen Reaktorkern, also die großen Reaktorkerne, die es gibt. Hier noch das, was ich gekocht habe. Wir könnten eigentlich das da essen. Also auf jeden Fall die großen Reaktorkerne können wir hier finden. Oder auch die ganz normalen. Also die kleinen. Was wir auch finden können, sind Edelsteine und natürlich auch Rubine. Von diesen Labyrinthen gibt es insgesamt 3 Stück im Spiel. Ein Labyrinth im Norden. Das da. Eins im Osten. Also Nordost. Hier. Irgendwo. Und noch eins im Südost. Hier. Also Süden. Eher Süden. Wenn mich der Sensor gerade ein klein wenig verwirrt, ich glaube, wir müssen hier drüber. Ich werde natürlich probieren, das Labyrinth unter 15 Minuten abzuschließen. Also 15 Minuten werden wir hier nicht. Also 15 Minuten lang werden wir hier auf jeden Fall nicht sein. Aber ich will halt in diesen 15 Minuten, die wir hier sein werden, so viel mitnehmen, wie geht. Weil diese Labyrinthe sind vor allem am Anfang eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man alles absucht. Und man muss halt auch viel mit der Karte arbeiten. Also ohne Karte hier reinzugehen, ist irgendwie Selbstmord. Das ist halt so, wie irgendwo hinzugehen, von dem du keinen Plan hast, wie dort Sachen aufgebaut sind. Und halt einfach ohne Karte dort hinzugehen. Ich glaube, aha. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Hier ist die Truhe. Das sollte eigentlich eine relativ gute sein. Ja, ganz okay. Hier bekommt man auch ein richtig, richtig geiles Set als Belohnung. Ich kann es ja schon mal sagen, man bekommt Rüstungen als Belohnung für Abschließen von den Labyrinthen. Und ja, meiner Meinung nach hätte man es auch noch so machen müssen eigentlich, dass wenn du in ein Labyrinth gehst, die Karte nicht, dass du keine Karte hast. Das heißt, dass die Karte blockiert ist, dass du weder Minimap hast, noch irgendetwas. Weil das würde es meiner Meinung nach noch schwieriger machen. Als ohnehin schon. Als ohnehin schon die ganze Chose ist. Was wollte ich noch erzählen? Zu diesen Labyrinthen. Stimmt, das Schlauste ist halt, sich Markierungen zu setzen. Hey, hier war ich. An alle Blindspieler da draußen. Setzt euch Markierungen. Weil, sagen wir mal, ey, wir waren hier, überall. Ich setze mir Markierungen an Stellen, wo ich war. Das bringt so viele Vorteile mit sich.
Oh ja, stimmt. Und ich habe den Sinn von diesen Laternen noch nie verstanden. Was nützen die einem eigentlich? Weil sie weisen ja einem weder den Weg, wo es lang geht, so viel kann ich schon mal sagen, noch leuchten sie viel aus. Also, ihr wisst hoffentlich, wie ich meine mit viel ausleuchten. Das heißt, wenn das Labyrinth komplett im Dunkeln wäre, wäre es gar nicht mal so schlecht, diese Laternen zu haben. Aber ich hoffe auch unbedingt, dass in Tears of the Kingdom diese Labyrinthe eingebaut werden. Aber ich fühle mich halt for real wirklich unwohl, wenn ich diese Musik höre. Also normalerweise liebe ich Breath of the Wild Themes. Die sind alle richtig, richtig bombastisch und richtig, richtig gut. Nur dieses mag ich nicht. Er habe ich ja im Krogwald-Part schon erwähnt. Also dort, wo wir zum Krogwald gegangen sind. Durch die Lost Woods. Und die Reaktorkern. So, ich wollte euch halt einfach noch unbedingt zeigen, dass man hier auch Reaktorkerne finden kann. Und jetzt machen wir uns dran, zum Ziel zu kommen. Wenn ich richtig liege, war das Ziel irgendwo dort oben? Wenn nicht sogar hier. Irgendwo dort war es auf jeden Fall. Nee. Dort war es auch nicht. Die Drohnen finde ich aber auch irgendwie unnötig. Da geht's runter. Perfekt. Oh mein Gott. Also, ja, wir haben's. Weil diese zwei Laternen symbolisieren immer das Ziel. Hier sollte noch ein Feuergroßschwert sein. Dort oben. Das könnten wir uns mal holen, wobei wir haben eigentlich genug Feuerwaffen. Ja, hier Feuergroßschwert. Mann, sind meine Erinnerungen gut. Sagt der Typ, der Mario Odyssey spielt und 90% des Spiels vergessen hat. Na gut, das sind, sagen wir, 80% des Spiels, er trotzdem. Ich kann euch auch eine Sache sagen, bei Flederbeißern ist auch so viel einfacher, finde ich, wenn du die halt anvisierst. Und das da war ein Rückweg. Okay. Also ist ein Rückweg. Tokaro Schrein. Guys, was hier unten ist, werden wir gleich erfahren. Zuerst mal holen wir uns unsere Belohnung ab.
Meines Wissens nach war das ein Segensschrein. Alle Labyrinthschreine waren, glaube ich, Segensschreine. Ja, Segensschrein. Tokarus Segen. Mit der Barbarenmaske. Ein sehr, sehr geiles Set, was es später sein wird, finde ich. Und zudem gibt es ja halt auch noch einige Theorien. Was ich halt auch anders geil finde. Jetzt holen wir aber einen meiner Lieblingsausrüstungsgegenstände im Spiel ab, die es gibt. Neben dem Reckengewand und dem Twilight Princess Outfit. Allgemein, so mein Lieblingsoutfit ist schon das Reckengewand-Set. Und meiner Meinung nach das beste Amiibo-Outfit, Twilight Princess Link. So, ich empfehle jedem so runterzuspringen, weil dann hast du halt... Ja gut, jetzt habe ich mich hier echt dumm angestellt. Man kann halt auch so runterspringen. Als stylischer ist es halt so. Ich dachte jetzt kurz, na egal. Und wenn wir mal Schallmodul aktivieren, sehen wir, wie viele von diesen Viechern aktiv sind. Na gut, so viele sind es nicht. Und wenn wir die Truhe öffnen, werden sie sich alle aktivieren. Und hier haben wir das Diamantstirnband. Hallo. Was passiert eigentlich, wenn ich Daruk Schirm anhab? Ich glaube, wir sollten speichern. Na gut, Daruk kontert so einige, aber nicht alle. Ich glaube, ich sollte mir bessere Rüstung anziehen, damit wir nicht so viel Schaden nehmen. Weil wir könnten natürlich auch durchrennen. Komm. Halt's Maul! Was ist los? Komm, wir rennen. So, meine Güte. Das lasse ich mir hier nicht bieten. Von diesen Scheißviechern besiegt zu werden. Geht alle sterben. Und hier, EX, das Teleportmedaillon. Ein mysteriöses Medaillon, das mit uralter Technologie hergestellt wurde. Öffne deine Tasche und registriere deinen Standort als Teleportziel. Der Typ lebt doch. Ja. Ey, ich bin gerade wirklich zusammengezuckt. So. Jetzt haben wir das Teleportmedaillon. Jetzt fragen sich sicherlich einige, was bringt das? Im Prinzip hat es halt die Beschreibung schon gesagt, dort wo wir sind, das ist halt echt geil, können wir ein mobiles Teleportziel erstellen. Das heißt, wir können es dort platzieren und uns beliebig hin teleportieren. Egal, wann wir wollen, wir können uns dorthin teleportieren. Das funktioniert, aber wir haben halt nur ein Stück davon. Es gibt auch nur eins. Aber das können wir zum Beispiel wie auf den Säulen aufstellen. Auf den Säulen. Ja, perfekt. Weil man kann halt auf die Säulen hochklettern. Mit dreimal Revolisturm habe ich das immer gemacht. Und Sportdings auch. Sportding. Sportbonus. Dreimal. Und dann geht's halt easy. Und ich glaube, wir machen hier kurz ein Feuerchen. Weil ich habe keinen Bock auf Gewitter.
Auf der Hyrule-Ebene gewittert es halt unter anderem halt auch sehr, sehr oft. By the way, hat euch eigentlich schon mal so ein Blitz erwischt, so komplett random? Auch wenn ihr keine Metallgegenstände an euch hattet. Meiner Meinung nach sollte man, wenn man schon so macht, dass der Blitz von metallischen Gegenständen angezogen wird, auch die Ritterrüstung darunter zählen lassen. Oder allgemein Rüstungen, die mit Metall zu tun haben, wie die Antifeuerrüstung. Oder hier die Phantomrüstung. Oder die grimmige Gottheit hat ja auch Stahl darunter, also Eisen. Halt alles, was ultra, ultra viel Eisen hat, so ultra, ultra viel. Naja, geht so. Alles, was halt viel Eisen hat, aus Metall besteht, das sollte eigentlich vom Blitz angezogen werden. Ich meine, klar, jetzt wegen dem Gürtel sollte es nicht. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass es dich hier gibt. Egal. Besiegen wir dich schnell. Machen noch ein Foto, falls wir keins haben. Doch, wir haben eins und markieren uns diese Stelle. Bitte lassen Diamanten. Danke. Zwei Stück. Weil fürs Diamantstirnband, was ich eigentlich auch mal anziehen könnte. Ich finde das so wunderschön. Das ist halt einer der schönsten Ausrüstungsgegenstände, die im Spiel existieren, finde ich. So. Wir nehmen jetzt das Floß. Ach du Heiliger. Die gibt es ja auch noch. Hast du uns nicht letztes Mal umgebracht? Eigentlich? By the way, wie viele Feen habe ich? Noch eine. Ich habe zwei wegen meiner Scheiß-Arroganz verloren. Wegen meiner lächerlichen Arroganz. Ich weiß nicht mal, ob man auf YouTube noch das S-Wort sagen darf. Also, Scheiße. Wie viel Schaden macht der antike Bo? Ich glaube, der ist ein wenig overpowered. Der Lichtbogen. Also der Schattenbogen. Danke für den antiken Reaktorkern. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der immer so fette Probleme hat. Wenn er mal ein blödes Item braucht, also eine blöde Waffe. Link, fast zur Hölle. Danke. Ich habe immer so fette Probleme mit Krogfächern. Wenn ich sie mal brauche, kriege ich sie nicht. Wenn ich sie aber mal nicht brauche, liegen die überall rum. So. Jetzt können wir eigentlich hier drumherum segeln. Ich habe keinen Bock, ins Schloss zu gehen und dort nach dem Kerker zu suchen. Da. Wir haben's. Und ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, die Reckenfähigkeiten laden schneller im Schloss. Und das Master Schwert ist permanent im heftigen Modus. Ich finde, den Schild jetzt zu holen ist gar nicht mal so schlecht, weil wir sind in der Mitte des Spiels angekommen. Und es bietet sich halt auch einfach an. Nicht dorthin.
Soweit ich weiß, haben die keine heftigen Waffen. Hier gab es nur noch irgendeinen Polarstab. Hey. Kannst du mal sterben gehen, bitte? Eins, zwei und tot. Ey, wann werdet ihr es lernen? Ihr trifft damit nie. Ah, Elektro. Ey, von euch habe ich ihn noch. Von euch hab. Euch haben wir schon gesehen? Wo? Oh, ja, ich weiß wo. Dort beim Turm. Bei dem einen Turm. Der hat 100 Rubine bewacht. Ey, das Ganze lässt du liegen, oder was? So. Ihr bleibt alle schön drin. Wir brauchen doch für den Waffennarr. Nee, das ist eine Knochenmobkeule. Kann ich aber mal fotografieren. Ich weiß, für den Waffennarr brauchen wir noch eine Waffe. Ups. Was ist deine Mission? Link. Wir hinterfragen mal die Mission vom Exalfos nicht. Aber jeder hat sein eigenes Ziel. Da ist er. Der Stahlhinox. Nein, die Tore sind zu. Na gut, wir können uns eigentlich wegteleportieren. Fall zu Boden. Ich habe schon mal probiert, einen Stahlhinox mit antiken Pfeilen platt zu machen. Macht's nicht. Funktioniert nicht. Hallo. Hä? Oh, warte. Warum kann ich das Auge selbst eigentlich nicht einfrieren? Komm schon. Nein! Das Auge hatte doch nur noch so wenig Leben. Oh ja, stimmt. Ich kann durchschießen. Das ist das Geile. Mit dem antiken Bogen kann man durch Schilder durchschießen. Hallo. Ey, ich nehme dir jetzt so fett hier und besieg dich mit einem scheiß Krogfächer. Ey, das muss so lächerlich sein, von einem Krogfächer besiegt zu werden. Da ist die Truhe. Hier haben wir noch geile Waffen. Oh, und ein Elektro-Großschwert, das hatten wir noch gar nicht. Wir haben jetzt aber schon ziemlich viele Elementarwaffen. Oh, und den antiken Bogen habe ich auch noch nicht fotografiert. Ja. Ey, die Musik, by the way, im Schloss. Geil. Was steht eigentlich hier? Übungsplatz der Soldaten. Abschlussprüfung. Wer ein riesenhaftes Monster niederstreckt, möge sich einen wahren Ritter des Königreiches nennen. Der Hinox wurde hier nur so nebenbei in der Story. Der Hinox wurde dann hier gefesselt und starb und lebt als Skelett weiter. Also das war ein stinknormaler Hinox, der ist dann verreckt und ja. Und hier haben wir den Heiliger-Schild. Es soll einst einen legendären Helden geschützt haben und wird seit Generationen in der Königsfamilie weitergegeben. Weit stärker und haltbarer als andere Schilder. Mein Lieblingsschild im Spiel. Er ist halt auch einfach geil. Und wunderschön. Der Schild. So, Leute.
Die Mission für den heutigen Tag ist eigentlich erfüllt. Wir haben beinahe, uns fehlen noch 70 Crocs. Dann haben wir die Hälfte. Dann haben wir halt die Hälfte der Crocs. Noch 70 Stück. Eigentlich sehr wenig. So, und jetzt will ich mal was nachprüfen. Wenn wir zu jedem Terry-Händler gehen, zu jedem Stall bis jetzt, den wir freigeschaltet haben, der sollte doch immer Pfeile anbieten, oder? Schaue ich jetzt mal nach. Und oh mein Gott, sieht das Spiel wieder geil aus. Ach, Breath of the Wild. Ich freue mich schon so riesig auf Tears of the Kingdom. Hey, Kumpel! Nein, danke. Ich will kaufen. Alles kaufen. Eine Zitterlebelle, weil die brauchen wir später für eine Quest. Muss mal gut sein. Und jetzt direkt zum nächstgelegenen Stall, Stall der Ebene. Der erste Stall, den wir jemals entdeckt haben. Also im Let's Play. Außerdem, ich mach's halt auch immer so. Wenn ich mit dem Plateau fertig bin, ich gehe immer zum Stall der Ebene, hol mir ein gutes Pferd und registriere es dort und starte halt den Run. Weil ich spiele dieses Spiel so oft durch. Ey, und mir ist der Heilerschild schon ein paar Mal zerbrochen, aber nie mit Ankündigung. Danke, Darok. Wusstet ihr, dass wenn man fällt, mit Daruk Schirm den Fall auch abfedern kann? Hallo. Mein Rucksack und ich. Oh, das ist so geil. Ey, der gibt doch immer wieder dasselbe, oder? Ja, tatsächlich. Nein. Ey, einer hat mal etwas Gutes angesprochen. Warum hat Terry so einen riesigen Rucksack, wenn er doch nur so wenig Ware verkauft? Wo ist ein Blick? Wenn ich in einer Welt leben würde, wäre es entweder die von Genshin Impact oder die von Breath of the Wild. Weil ich kann mir das halt schon sehr, sehr cool vorstellen, durch das alles hier durchzuwandern. Vor allem mit meinem Wissen. Also nur mit meinem Wissen würde ich hier halt gerne hingehen. Oder dann halt hier hingehen, dann halt kein Abenteuerleben führen, sondern dann so auf dem Land leben und das Ganze. Damit du endlich deine Klappe hältst. Es ist zwar ein wenig teuer. Es sind Pfeile. Und Pfeile brauchen wir immer. Jetzt haben wir 90 Stück. So, Leute. Das war's auch wieder von diesem Part hier. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, falls es euch gefallen hat. Und im nächsten Part werden wir Crocs sammeln. Ja, Crocs. Jetzt müssen wir halt nachholen, das, was wir geskippt haben. Also, was heißt hier das, was wir geskippt haben? Das, was wir nicht eingesammelt haben, nicht gefunden haben.
Das holen wir nach. Und wir gehen nach Hause. Seit 30 Parts, glaube ich, waren wir nicht zu Hause. Und wir stellen am besten noch... Okay. Okay. Diese zwei Schilder brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Zwei Notfallschilder. Diese Waffe, diese schlechte Waffe brauchen wir halt auch nicht mehr. Dort würde ich eigentlich gerne das Eisgroßschwert ausstellen. So. Und ja. Passt jetzt eigentlich so. Also, noch einmal. Leute, wir sehen uns nächstes Mal dann wieder. Man hört sich. Und tschüss.